Herzlich willkommen beim siebten Teil der zwölfteiligen Serie Die größten Fehler beim Zeitmanagement. Heute geht es um das Thema Puffer oder besser gesagt Zeitpuffer. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Aufgaben. Auf der einen Seite gibt es die Aufgaben, die du kennst, wo du überschauen kannst, wie lange die Erledigung dieser Aufgaben dauern wird. Und dann auf der anderen Seite gibt es Aufgaben, die für dich neu sind oder unberechenbar sind. Und hier macht es Sinn, dass du neben der kalkulierten Zeit noch einen Puffer einträgst. Stell dir einfach mal vor, du startest um 10 Uhr und hast dann 6 Termine hintereinander und legst die, weil du kalkulierst, dass du pro Termin eine Stunde brauchst, direkt hintereinander. Das kann vielleicht gut gehen, wenn du die vielleicht online machst oder wenn die Inhalte klar sind oder keine großartigen Entscheidungen getroffen werden müssen. Wenn du aber beratungsbedürftige Gespräche führst, die vielleicht auf einen Abschluss hinführen, dann wäre es sehr schade, wenn du dann pünktlich um 10.59 Uhr beenden musst, weil um 11 Uhr du den nächsten Termin eingeplant hast. Also hier macht es Sinn, einen Puffer nach hinten rauszusetzen, damit du Zeit hast, um tatsächlich dein Ziel noch erreichen zu können. Oder wenn du beispielsweise unterwegs bist, dann wirst du Fahrzeiten haben. Das heißt, von 10 bis 11 ist vielleicht der Termin. Aber dann steigst du ins Auto, fährst durch die Gegend und bist eine halbe Stunde später erst da. Und auch da kann es wiederum auch noch Verzögerungen geben. Also gewöhne dir an, sowohl zwischen den Terminen einen Puffer zu machen, aber auch in den Minitagszeitfenstern, wenn du neue Aufgaben dir einträgst, wo du noch nicht genau weißt, wie lange wird es nun dauern, das Angebot zu schreiben, die Contentproduktion fertig zu machen oder die Wettbewerbsanalyse durchzuführen. Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll sein kann, vielleicht 20% oder 30% Puffer zu der kalkulierten Zeit abzubilden und einzuberechnen. Das bedeutet aber auch, dass du zu den Aufgaben, die du vornimmst, auch eine Zeitkalkulation vornimmst. Das machen die meisten Menschen nicht. Die tragen sich ein, ich will den treffen, den anrufen oder hier recherchieren, da eine E-Mail schreiben, da ein Angebot fertigen. Aber gewöhne dir an, beim Telefonat auch 10 Minuten einzukalkulieren. Bei einem Angebot fertigen vielleicht 30 Minuten das mitzuschneiden, um zu gucken, wo du auch vielleicht besser und schneller werden kannst. Und wenn die Angebotsfertigung dann 30 Minuten dauert, dann kalkuliere gerne nochmal ein Drittel, also 30% circa ein, also nochmal 10 Minuten rauf und trag das auch ein und halte das Zeitfenster dann hinten rauf auch frei. Die gute Nachricht ist, wenn du diese 10 Minuten nicht nutzt, dann kannst du was anderes machen, noch eine Zwischendurchaufgabe, dich erholen oder einen Kaffee trinken. Aber wenn du tatsächlich länger brauchst, dann kommst du nicht in Stress und musst die anderen Aufgaben verschieben und die nächste Aufgabe verschieben und der ganze Tag besteht nur aus Verschiebereien. Also plan dir mehrere Puffer ein. Plan dir feste Puffer ein zwischen den Terminen, wenn du unterwegs bist. Plan dir aber generell vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde am Tag rein für Unvorhergesehenes. Und wenn du die Termine in deinen Kalender einträgst, dann plane auch dazu einen Zeitpuffer. So hast du mindestens 2 oder 3 Zeitpuffer am Tag, die dein Leben und so besteht der Rest deines Lebens aus deiner Tagesplanung entspannter werden lässt. Die Entscheidung liegt bei dir. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Zeitplanung tatsächlich wirksam umzusetzen und zu optimieren, dann kannst du jederzeit Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch bei der X-Group. Den Link findest du unterhalb des Videos. Ansonsten geht es morgen weiter mit dem achten Teil unserer zwölfteiligen Serie Die größten Fehler beim Zeitmanagement.